heute am 16.01.2023 auf der CMT in Stuttgart stehen wir in Halle 1 auf der Empore oben bei Tischer-Fahrzeug, Freizeitfahrzeuge. Das ist eine Reisemobilkabine Trail 260 SD, hier aufgebaut auf einem Toyota Hilux Extra Cab. Hier seht ihr das Basisfahrzeug, liegt bei 57.465. Und dann kommt die Reisemobilkabine oben drauf für 51.435. Ja. Das ist alles in einem, würde ich sagen. Hier habt ihr ein Reisemobil, wo man die Wohnkabine abnehmen kann. Ja. Also ihr könnt dann... Auf dem Stellplatz habt ihr quasi einen Wohnwagen und ein Auto. Genau. Und zu Hause könnt ihr die Kabine auch abnehmen und habt dann ein Fahrzeug. Es gibt hinten zwei Stützen, vorne zwei Stützen. Hier sieht man das hinten. Und hier vorne gibt es natürlich auch. Wir zeigen das dann mal kurz an einem Beispiel, an einem die anderen wird hier Fahrzeug. Rausgenommen und wird hier eingesteckt. Wir können das an dem anderen Fahrzeug zeigen, auf der anderen Seite. Hier wird dann die Stütze, der Stift rausgezogen, Stütze runtergelassen und dann kann man mit der Kurbel noch hochdrehen. Und dann kann man das Ganze abnehmen und dann hat man nur den Pickup. Unterwegs habt ihr ein Reisemobil auf dem Campingplatz, beides. Ja. Habt dann die Möglichkeit, euch, wenn ihr am Urlaubsort angekommen seid, mit eurem Fahrzeug zu bewegen. Das Ganze gibt es dann auch mit Fahrradträger. Also Fahrradträger ist ja sowieso, ist immer dabei. War dabei, ja. So wie er hier ausgestellt ist. Ihr müsst euch hier nicht entscheiden, ob ihr ein Reisemobil möchtet, einen Wohnwagen möchtet oder ein Auto kaufen. Ja. Nehmt einfach dieses tolle Schmuckstück und ihr habt alles dabei. Ohne Kompromisse. Und ohne Kompromisse seht ihr gleich im Innenraum. Für zwei Personen ein absolut perfektes Mobil. Ja, das ist irgendwie schon gigantisch, gell? Wir waren gestern hier drin und haben gesagt, das zeigen wir unseren Abonnenten, weil wir es einfach super finden. Steht jetzt am hier Eingang die Garderobe, ja? Die Garderobe, darunter gleich vier kleine Regale. Auf der Seite haben wir auch noch Regale. Schau mal. Ah ja, okay. Beleuchtung. Wenn man denkt, naja, so, das ist ja gar nicht so groß, da hat man bestimmt gar keine anständige Dusche. Nein, das ist ein perfektes kleines Bad. Da kann man dann das Waschbecken runterklappen. Wenn man es benötigt und wenn man es nicht benötigt, packt man es einfach wieder weg. Gibt sogar, man kann sogar den Wasserhahn herausziehen. Mit einer Hand ist es ein bisschen schwierig gerade. Soll ich mal reingehen? Ja, und dann haben wir noch die. Noch eine extra Duschpause. Ja. Hier ist die Duschpause. Mach mal zu hier. Ja, dann kann ich dich nicht sehen. Du kannst ruhig die Tür offen lassen, es kommt eh kein Wasser. Ach, schade drum, ich wollte doch hier duschen. Ja, du willst immer duschen. Also, hier hat man viel Platz zum Duschen. Alles prima. Also hier ist auch kein Duschvorhang drin, sondern das macht man mit dieser Tür dann. Ja. Ja. Das ist schön, da klebt am Körper schon nichts dran. Das kann ruhig alles nass werden. Das ist alles abgedichtet. Und ganz sauber. Schaut ihr mal hier an, diese Silikonnaht, wie sauber das alles gemacht ist. Hier drüber befindet sich noch ein
Ein tiefer Schrank befindet sich hier noch. Da könnt ihr alles reinpacken, was ihr so im Bad benötigt. Und offene Regale dürfen natürlich auch nicht fehlen, wo man sich beim Duschen alles abstellen kann. Dann haben wir hier die Tedford-Toilette. Da hat man auch genügend Platz. Ja, das ist völlig ausreichend. Sehr schön. Ich bin echt begeistert, dass man hier gar keine Abstriche machen muss. Und gleich am Eingang haben wir eine wirklich schöne Küchenzeile, eine kleine. Auch angenehm hoch, ne? Eine ordentliche Höhe. Ja, das. Sehr hoch. Drei Flammenkocher. Stimmt, jetzt wo du sagst. Ja? Man muss sich gar nicht so bücken. Ne? Und hier noch ein kleines Fenster, natürlich wieder mit Fliegenrollo und Verdunklungsrollo. Schöne Beleuchtung. Hier haben wir drei kleine Regale, die in der Küche nie fehlen dürfen für Gewürze. Zwei Oberschränke. Perfekte Schreinerarbeit. Ganz toll. Anständige Scharniere. Kein Klapperkram in der Lüftung. Hier ist noch eine kleine Belüftung, damit die Kochdämpfe auch nach außen geleitet werden. Hier ist das Beleuchtungsmanagement, würde ich schon fast sagen. Ja. Zweimal USB und eine Steckdose. Die Bedieneinheit. Von CBE und die Truma. Kombi. Temperaturfühler, ne? Da kann ich mich gleich mal hinsetzen. Schau mal. Wir haben hier unter der Spüle einen richtig tiefen Schrank. Tja. Krass, ne? Und da hinten die Absperrhähne für Kühlschrank, Kochfeld, Heizung. Da unten ist noch ein Fach. Das ist ganz tief auch. Ihr hört gerade die Anzeige. 10 Uhr. Hier unten drunter ist noch ein Schrank. Ein kleiner. Flaschen würden hier gut reinpassen. Weinflaschen würden hier sich auch gut machen. Ja, da passen gut Weinflaschen rein, ja. Das wäre mein Fach. Genau, die fallen während der Fahrt wenigstens nicht um. Schaut mal, hier noch eine riesige Schublade. Riesige, also breite, wollte ich sagen. Jeder Platz ist ausgenutzt. Dahinter befinden sich nämlich ein bisschen Technik. Ja. Deswegen ist die auf der Aber man kann die Schublade rausnehmen. Und dann kommt man besser an die Technik ran. Man kann das aber auch von da sehen. So. Hier unten genauso, das kann man hoch machen. Ja. Das Regal. Da habt ihr quasi noch so ein kleines Geheimfach. Jetzt ist nicht mehr geheim. Oh, Entschuldigung. Das müssen wir rausschneiden. Hier geht es ja eine Stufe hoch. Also hier unten hat man genügend Platz. Hier oben wird es dann ein bisschen enger. Also die Stehhöhe wird ja etwas geringer. Für mich noch ausreichend. Kleiner Dometik-Kühlschrank. Mit Gefrierfach. Und das Gefrierfach könnt ihr sogar als Kühlschrank umbauen, oder? Nee, ich weiß nicht. Nee. Doch, ich glaube, das kann man rausnehmen. Ja. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Nee. Und kann man hier rausnehmen. Hier ist abgebildet. Alles kann man rausnehmen, dann kann man den Kühlraum vergrößern. Siehst, wenn du mal keinen brauchst. Genau. Hier haben wir noch einen kleinen Kleiderschrank mit Stange. Ja, und hier sitzt eine gemütliche Sitzecke. Ja, du hast ja da die ganze Bank da. Ne? Ja. Man kann den Tisch auch nach außen ziehen. Ja. Nach außen ziehen? Nach außen drehen, ja. Ah, okay. Genau. Dann kann da hinten auch jemand sitzen. Ja, und dann kann man sich das noch so rumdrehen. Und hier auch. Ja. Perfekt. Also da kannst du mit 4 Mann gut sitzen. Locker. Zu 5 würde es auch noch gehen, ohne Einschränkung. Aber 4 sehr, Mann ist sehr schön. Angenehm. Ja, es ist ja auch kein Fahrzeug für 6 Personen. Nee. Also. Hier gibt es natürlich auch Stauklappen. Hier ist der Wassertank verbaut. Ja. Genau.
Wir haben hier unten ja auch noch eine Dachluke. Ne, Bodenluke, so heißt Dachluke. Hier unten befindet sich noch eine Bodenluke. Da ist dann die Winterentleerung drin. Mhm. Daneben noch eine. Sehe ich gerade. Oder? Ja. Da stand ich gerade drauf. Ja, sehr schön. Ja, die eignen sich immer sehr gut für die Schuhe, um die aufzubewahren. Sonst sind die nicht im Weg. Sehr schön. So, Raffstoß. Die Beleuchtung ist sehr schön. Was haben wir denn hier? Radio. Ach so, da fällt es. Die Bedienung ist da weg. Haben sie weggemacht, ja. Ja, sonst kriegt das Füße auf der Messe. Das ist wirklich traurig, dass man das sagen muss, aber das ist wohl so, ja. Hier haben wir noch Lautsprecher. Die Lautsprecher für das Radio, ja. Haben wir da aber links und rechts, also hier ist noch einer. Ich gehe schlafen. Kann man schön rausschauen. Lang genug ist es? Lang genug ist es für mich. Ja. Wir haben. Ich kann hier schön einhängen. Boah, 97 oder sowas. 1,97, okay. Ja. Und die Breite? Autsch. Halt du mal da hinten fest. Gib mir das Maßband. Mhm. 1,50. Ja. So breit ist manches Bett im Wohnwagen nicht. Nee. Und ich kann hier sogar noch sitzen. Mhm. Ja. Als Option gehe ich mal davon aus, ist es hier bestimmt auch noch möglich, dass man hier noch ein drittes Bett macht. Damit mit einem Kind reist oder mal ein Enkelkind mitnehmen möchte. Dann sage ich mal noch was zu der Länge von dem ganzen Aufbau. Muss ich aber nach draußen gehen. Okay. Kannst du dir hier noch ein bisschen zeigen. Also hier bei dem Ausstellungsstück ist jetzt auch noch eine Markise verbaut von Fiamma. Eine Lithium-Batterie ist hier noch mit drin. Über die Fahrzeuglänge steht hier leider jetzt gar nichts dran. Einen Moment mal kurz, da fragen wir mal bei jemandem nach, der sich auskennt. Hallo? Würden Sie mir verraten, wie lang das Fahrzeug jetzt ist? Also der ist 6,20 Meter. 6,20 Meter, okay, ja. Danke schön. 2,10 breit. Also ihr habt es gehört, 6,20 Meter Fahrzeuglänge mit Aufbau. Das ist noch richtig wendig, da sind wir noch in einer super Fahrzeuggröße. Ja. Okay, ihr hört es schon, es wird lauter hier. Markise dran. Beginnt. Ja, habe ich gerade schon erwähnt. Okay, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir machen jetzt hier, kommen jetzt hier zum Ende mit dem Video, weil gleich wird es hier laut, der Messebetrieb beginnt. Schenkt uns ein Like, abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns. Bis bald. Schaut bei der Firma Tischer hier vorbei. Wie gesagt, Halle 1. Tschüss. Tschüss.